Ja, einen schönen guten Tag bei einem neuen Video hier auf AVOS TV. Und zwar befinde ich mich heute in der Kulturstadt und wahrscheinlich auch einer der schönsten Städte Deutschlands. Und zwar in Eisenach, ja, bekannt durch den Geburtsort, weil es der Geburtsort besser gesagt ist, von Johann Sebastian Bach und weil hier natürlich auch Martin Luther auf der Wartburg inhaftiert war. Und ja, ich bin heute hier in Eisenach vor Ort, um über, ich nenne es mal, unschönere Dinge als die Kultur und so weiter, die Eisenach zu bieten hat, zu reden. Und zwar gibt es hier seit einiger Zeit immer mehr Überfälle, Angriffe auf Menschen und so weiter und so fort. Also alles das, was negativ ist. Und darüber möchte ich hier mit einem Lokalpolitiker vor Ort sprechen. Ich bin jetzt hier auf dem Marktplatz vor der Georgenkirche, wo ich kurz mal drin war und ein paar schöne Aufnahmen gemacht habe und warte jetzt hier auf den Lokalpolitiker, mit dem wir jetzt gleich über diese Vorfälle reden wollen und was sonst halt so in Eisenach los ist. Ansonsten viel Spaß mit dem Video. Kriminalitätsbelastete Ort. So, ich werde jetzt mal gucken, wo der Patrick ist. Wir haben uns um 10 hier verabredet. Die Turmuhr da oben habt ihr gehört, habt ihr gesehen. Und jetzt tatsächlich habe ich ihn gefunden. Da ist er. Grüß dich, Patrick. Hallo, alles wird. Nacht gut überbracht. Also, wir hatten uns gestern schon gesehen, ist das Schöne, denn ich hatte hier in Eisenach einen Vortrag zum Thema Krisenvorsorge. Und jetzt wollten wir halt tatsächlich über mal politische Sachen hier noch sprechen. Daher. Patrick selbst, keine Ahnung mittlerweile, wie viele Jahre bist du denn hier im Stadtrat mittlerweile? 15 Jahre. 15 Jahre, ist ja fast so alt, wie ich bin. Ja. Nein. Ja. Nein, Quatsch. Patrick selbst ist ja auch gebürtiger Eisenacher und wohnt halt sein ganzes Leben lang hier, daher ein Urgestein so hier in Eisenach. Patrick, sag mal ein, zwei Worte zu dir selbst noch, dass die Zuschauer, die dich nicht kennen sollten, einfach mal einen kurzen Überblick haben. Ja, Patrick Wieschke, 41 Jahre jung, vom Beruf Antiquar und im Ehrenamt eben politisch aktiv, hier in Eisenach Fraktionsvorsitzender der Heimatpartei NPD. Und darüber hinaus mache ich auch noch vieles andere. Unter anderem kümmere ich mich um unser Flieder Volkshaus. Ja, da werden wir auf jeden Fall nachher noch mal gucken gehen, weil da habe ich auch vieles Neues gehört, beziehungsweise gestern ganz neue Erfahrungen gemacht, was ich so noch nicht kannte. Ich war ja selbst schon sehr oft in Eisenach gewesen. Muss man sagen, klar, wenn man kultur- und historisch interessiert ist, ist ja Eisenach eine wunderschöne Stadt. Also ich habe schon am Anfang gesagt, gab wahrscheinlich eine der schönsten Städte für mich persönlich auch in Deutschland. Ja. Muss man so sagen, wie es ist. Oder kann man so sagen, wie es ist. Muss, hört sich immer blöd an. Ich bestätige das. Aber in letzter Zeit und speziell in den letzten Jahren hat man viel mitbekommen, unabhängig von der Dichte an leeren Läden, die es hier gibt, dass so viele Sachen sich doch ins Negative wenden. Und daher, wir werden kurz mal ein bisschen spazieren gehen und sprechen darüber, Patrick. Ja. Ja, Patrick, wir sind ja hier jetzt in der Fußgängerzone. Fußgängerzone kann man so sagen, ja, ist ja genau. So die Flaniermeile hier. Ja. Ja. Und schilder doch einfach mal, was in den letzten Jahren hier so passiert ist in Eisenach, was Eisenach eventuell jetzt nicht mehr manchmal ganz so schön macht, wie es was doch eigentlich kannten. Ja, meine westdeutschen Kameraden haben mich immer beneidet um die Situation in Eisenach. Überhaupt ja, um die Situation in Mitteldeutschland. Aber inzwischen muss ich da allen Wind aus den Segeln nehmen, was in Westdeutschland über Jahrzehnte gedauert hat und betrieben wurde. Die Umvolkung, die Umwandlung unserer Städte, unserer Bevölkerung ging hier ganz, ganz rasant. Seit 2015 hat sich das Bild und die Zusammensetzung der Bevölkerung Eisenachs grundlegend gewandelt. Und das fällt insbesondere in den Abendstunden auf. Und inzwischen vergeht auch kaum mehr ein Tag, kaum mehr eine Woche, wo es nicht Vorkommnisse wie sexuelle Übergriffe, Überfälle, Gewalttaten, bedrohliche Szenarien und so gibt, die eben alle von denen ausgehen, von denen man meint, die werden die Renten der Zukunft verdienen und den Fachkräftebedarf der Zukunft sichern. Da wird eben deutlich, dass das nicht passiert. Und für mich als Ureisenacher, als Herzenseisenacher ist das jeden Tag wirklich schmerzhaft zu sehen, was hier aus meiner Heimatstadt geworden ist. Und ja, ich bin da manchmal sprachlos und manchmal fängt man da auch an, so ein Stück weit zu resignieren, aber das ist ja genau das, was man nicht tun sollte. Ja, also ich kenne es ja im Endeffekt ja tatsächlich auch. Ich habe ja viele Jahre in Berlin gewohnt, bevor ich jetzt auch nach Thüringen gezogen bin. Und ja, man merkt ja schon, dass es natürlich in Thüringen noch besser ist. Aber wenn man halt, ich komme ja aus Treptow-Köpenick ursprünglich, was ja auch ein Bezirk war, wo es eigentlich entspannt war. Und wenn ich jetzt so zwischendurch immer mal zurückfahre nach Berlin und auch in den Bezirk fahre,
irre. Also was sich da in kurzer Zeit verändert und ähnlich stelle ich es mir hier vor, ist es jetzt tatsächlich hier gekommen. Ich habe es ja mitbekommen, als ich gestern hier am Bahnhof ankam, hat sich das Bild ja auch schon komplett geändert. Also es ist ja nicht so, dass das tatsächlich der typische Touri-Ort ist, sondern dass man schon vom Menschenbild, nenne ich es einfach mal, doch eine Veränderung sieht. Ja, also die Bahnhofstraße im Speziellen, wo das sogenannte Tor zur Stadt ist, ist die Straße, wo es eben auf der einen Seite beim sogenannten Tor zur Stadt kein Tag ohne Polizei und Notarzteinsätze geht. Das sind dann aber auch in vielen Fällen deutsche Asoziale, die da vegetieren. Das ist also ein Melting Pot dort inzwischen. Und auf der anderen Seite haben wir eben nur noch Fremde in dieser Straße. Ja. Dort wird am deutlichsten sichtbar, wohin hier die Reise inzwischen geht. Und ich muss sagen, in Köpenick stelle ich dasselbe fest. Ich habe vor über 15 Jahren in Köpenick in der Parteizentrale gearbeitet. Und wenn ich jetzt dort wieder hinkomme, zeigt sich mir ein ganz anderes Berlin-Köpenick. Ein ganz, ganz trauriges Bild. Und das haben wir eben hier auch. Und ja, Eisenach ist abendlich eigentlich in der Hand von Fremden, insbesondere die Innenstadt. Kannst du das Ganze so nach Jahren so ein bisschen eingrenzen? Also wir hatten ja 2015, wissen ja alle, das Thema Wir schaffen das. Und ist es später gekommen oder war es früher? Oder wie schätzt du das Ganze für Eisenach ein? Ja, inzwischen ist es ja so, also 2015 kam das Ganze sehr massiv und sehr sichtbar für die Bevölkerung hier an, in Bussen, in großen Reisegruppen. Und jetzt macht man das Ganze etwas verdeckter sozusagen, aber trotzdem mit der gleichen Intensität. Wenn nicht mit einer größeren Intensität, das sind ja hier keine Ukrainer, die in Massen herkommen, sondern insbesondere Afrikaner und dergleichen. Und seit 2015, und ich möchte sagen, jetzt mal in den letzten zwei Jahren hat es doch mal einen sehr, sehr großen Schub gegeben an Fremden in dieser Stadt. Ja, so kann man das in etwa eingrenzen. Okay. Also man bekommt da natürlich keine aktuellen Statistiken, auch nicht im Stadtrat. Das geht ja den Stadtrat nichts an, ganz klar. Ist Landessache, heißt der immer, wa? Ja, oder übertragener Wirkungskreis nennt sich das Ganze. Ein Totschlagebegriff aus dem Kommunalrecht, der eben die Befassung mit vielen Themen, die eigentlich interessant für den Stadtrat wären, verhindert. Ja, also ich kenne es auch, ich war auch mal Kommunalpolitiker und im Endeffekt fragt man sich manchmal schon, wozu ist man denn als Stadtrat dann überhaupt da, wenn so, über so wichtige Themen eigentlich gar nicht entschieden werden kann, außer dass ich Straße 15 zu Straße 16 umbenennen kann, gefühlt, also und ein paar Bebauungspläne, aber es sind ja wesentliche Veränderungen, die man ja auch hier denn von Landesebene trifft und nicht aus kommunaler Ebene. Das ist halt eine wirklich schwierige Sache, die ich mir halt schon immer stelle. Tja, obwohl dazu eigentlich ja die kleinste Ebene da sein sollte, doch über sowas zu entscheiden. Ja, natürlich, aber die Kommunen haben überhaupt keine Hoheit mehr in ganz vielen Fällen. Die Kommunen baden aus, was auf Landes- und Bundesebene versaut wird. Ja. Und hier aber in Eisenach haben wir noch eine Situation. Wir haben eine rote Oberbürgermeisterin, Frau Wolf, eine Linkspartei, die keinen einzigen Tag in ihrem Leben in der freien Wirtschaft tätig gewesen ist, die also mit der Realität wenig Fühlung aufgenommen hat in ihrem bisherigen Dasein und quasi ganz vogue sein will und die ganze Entwicklung hier begrüßt, die damals angetreten ist mit der Forderung, Eisenach braucht mehr Ausländer. Und man muss sagen, sie hat dieses Wahlversprechen erfüllt. Also da ist sie wahrscheinlich eine Ausnahmepolitikerin. Ja, wir sind jetzt hier am Karlsplatz angekommen, hinter uns. Der gute Martin Luther, wahrscheinlich einer der größten Deutschen, die wir hatten, aufgrund der Reformation und seiner Thesen, sehr wichtig gewesen in der deutschen Geschichte, aber da können wir mal ein separates Video zu machen, das ist zu umfangreich, hat ja dann auf der Wartburg eingesessen, nenne ich es einfach mal, ja, es war so ein gewisser Zwang, inoffizielle Zwangshaft, hört sich ganz gut an, aber da konnte er zumindest viel schreiben, hat er viel Zeit gehabt, also wer noch nicht auf der Wartburg war und auch das Lutherzimmer sich angeguckt hat, sollte das auf jeden Fall mal tun, Weltkulturerbe, UNESCO, Weltkulturerbe, glaube ich sogar. Und ja, Patrick, Karlsplatz, eigentlich ein sehr schöner Platz, wenn man sich hier so umschaut, also hier, wie heißt das Tor, ich vergesse das immer. Das Nikolaitor haben wir dort, vis-à-vis, dahinter beginnt dann die Bahnhofstraße, schon fast nicht mehr Deutschland, möchte ich sagen, wenigstens in den Abendstunden. Aber auch der Karlsplatz, das ist ein Platz, den ich liebe. Also ich habe mich hier ganz, ganz viel in meinem Leben aufgehalten. In Frühlingsabendstunden, in sommerlichen Abendstunden ist es hier wirklich immer wunderschön gewesen. Aber inzwischen ist dieser Platz ja quasi auch ein Spiegelbild der politischen und biologischen und kulturellen Verhältnisse in unserer Stadt. Wir haben hier quasi kein deutsches Lokal mehr, keinen deutschen Imbiss, keinen Anlaufpunkt, der von Deutschen betrieben wird. Und das ist wirklich für mich sehr, sehr bedauerlich. Also hier wird der Kulturverlust der Deutschen, der Rückschritt der Deutschen in ihrer eigenen Heimat sehr, sehr klar und drastisch deutlich. Ja, also gerade bei so einer Stadt, man sieht es ja jetzt hier, also wer noch nicht hier war, Karlsplatz finde ich persönlich immer am schönsten und wie Patrick schon erwähnt hat, befindet sich hinter diesem Tor, Moment, ich zeig's mal, hinterm Tor geht's los Richtung Bahnhof. Also der Bahnhof selbst, ich hatte es ja gerade schon gesagt gehabt, wird auch nicht mehr schöner, Patrick meinte es ja auch gerade. Und ja, in den letzten Tagen gab es ja auch einige Vorkommnisse. Was ist denn da passiert, Patrick?
Ja, es war unter anderem am Hauptbahnhof, wo eine Schulklasse aus Westdeutschland von Neubürgern, von Zivilokkupanten und Raum- und kulturfremden Ausländern, wie ich sie immer nenne, sexuell belästigt worden ist, zumindest die Mädchen unter dieser Klasse. Mhm. Das war wohl auch wirklich eine sehr, sehr bedrohliche Aktion. Da war nicht einfach mal einer, hey, so wie man das vielleicht kennt, sondern das war schon in einem sehr aggressiven Stil. Das geht auch viral durch Eisenach und hat auch eine große Schockwelle ausgelöst. Das ist jetzt passiert. Dann ist gestern ein Foto und ein kleines Video entstanden am Marktkauf in Eisenach, wo also ein ebenfalls Fremder mit einer Pistole oder mit einem pistolenähnlichen Gegenstand, ob sie nun scharf oder nicht war, spielt aus meiner Sicht keine Rolle, da über die Kreuzung läuft und das ist schon, das sind bedrohliche Bilder. Also ja, Eisenach ist quasi ein bisschen eine Schockstarre auch seither, aber das sind alles jetzt nicht, wie immer bemüht wird, Einzelfälle, sondern das ist Alltag. Denn die meisten Dinge, die sprechen sich ja nur in der Stadtbevölkerung rum, aber gehen nicht durch die Medien, gehen nicht viral. Das ist wirklich, und das seit 2015, möchte ich immer wieder betonen, hat sich das Bild hier so gewandelt und das ist quasi abends hier eine No-Go-Area für Deutsche und ich meine, die Innenstadt ist der gefährliche Ort in dieser Stadt, aber man meint eben aus politischen Gründen, aus Opportunitätsgründen, dass wieder Volkshaus zum Beispiel zum gefährlichen Ort zu machen. Ja, da wollte ich jetzt drauf kommen, also gestern, ich muss es kurz mal erzählen, ich wollte gestern eigentlich noch filmen, aber muss offen sagen, hatte ich gar keinen Bock mehr gehabt. Ich kam an, wurde erstmal nicht kontrolliert, nachdem ich meine Sachen für den Vortrag reingeräumt habe, dann wollte ich nur kurz weggehen zu meinem Hotel, kam zurück und dann, ja, Herr Schmidtke, bleiben Sie mal stehen. Ich, ja, wir müssen Sie jetzt hier kontrollieren. Ich, wieso? Es ist ein krimineller Ort und deswegen nach dem Polizeigesetz § 14 von Thüringen darf er mich jetzt kontrollieren und hat mich dann tatsächlich nicht nur ausweismäßig kontrolliert, sondern hat mich richtig abgetastet. Ja, wir müssen die kontrollieren, ob die gefährliche Gegenstände bei haben. Und ich dachte, ja, bin ich jetzt in Berlin am Cottbuser Tor oder bin ich hier in Eisenach, in meinen Augen in einer entspannten Stadt eigentlich. Also wir können uns ja gleich mal diesen sehr schwer kriminellen Ort angucken. Man kann sich das ja gar nicht vorstellen, dass irgendwie sowas mit wirklichen Orten gleichgesetzt wird, wo wirklich Kriminalität stattfindet und die Kriminalität, die im Frieder Volkshaus stattfinden soll, also keine Ahnung. Da gibt es ja auch sogar offizielle Statistiken und man hört trotzdem nicht auf, diese Maßnahmen zu ergreifen. Ausgerechnet der ehemalige Eisenacher Polizeichef und linke CDU-Abgeordnete, ich finde, es ist ein linker, Raimund Walk, hat mal im Landtag eine Anfrage gestellt und hat mal erfragt, was eigentlich bei diesen massiven Polizeikontrollen am gefährlichen Ort Flieder Volkshaus herausgekommen ist. Und da gab es einen Querschnitt aus 6 Monaten. Ja. Da ist im Umfeld des Flieder Volkshauses innerhalb von 6 Monaten eine Propagandastraftat festgestellt worden. Also ein Aufkleber geklebt worden, oder was? Nee, da hat wahrscheinlich einer das falsche T-Shirt oder eine falsche Tätowierung gehabt. Irgend sowas. Gab es auch noch keine Verurteilung. Das ist die Bilanz dieser Steuergeldverschwendung. Sau, sau stark. Und die offizielle Begründung ist ja dafür, dass wir als gefährlicher Ort gelten, dass man sich im Volkshaus zu Propagandastraftaten verabreden würde. Also da treffen sich Adolf und Eva heute und sagen, morgen treffen wir uns auf dem Markt oder hier auf dem Gasplatz und machen mal einen verbotenen Gruß. Also so kann man sich das vereinfacht und vielleicht ein bisschen lustig dargestellt vorstellen. Es ist aber eigentlich nicht lustig, man will damit ja nur schikanieren, man will quasi das Haus uns in die Knie zwingen. Ich kann nur allen sagen, die da Hoffnung heben, das wird euch nicht passieren. Ich kann auch allen, die deshalb vielleicht momentan nicht ins Volkshaus kommen, nur raten, kommt trotzdem, geht denen nicht auf den Leim, denn es kann euch nichts passieren. Es werden da Personalien abgefragt, wird geguckt, ob ihr einen Haftbefehl habt, was in der Regel ja nicht der Fall ist, was auch nie der Fall sein wird. Und das war's und dann könnt ihr weitergehen oder könnt zu uns reinkommen. Also es hat keine Konsequenzen für euch, habt also keine Angst und durchkreuzt damit auch die Taktik, die dahinter steht. Das ist eben ein reines Politikum, hier wird die Polizei missbraucht auf Kosten des Steuerzahlers. Gut, ich würde sagen, wir gehen mal dahin, das hört sich ja düster an, das Ding, das muss ja bestimmt ein übelster Schuppen sein, also ich kenne ihn ja, aber vielleicht kennen ihn manche nicht, daher werden wir uns das Ganze jetzt mal angucken gehen. Also Patrick, schießen wir los. Wir trauen uns. Ja, Angst habe ich ja schon, aber muss irgendwie gehen. Ja, wir sind jetzt in der Katharinenstraße, hier wo das Flieder Volkshaus, also dieser übelst kriminelle Ort ist. Und ja, eine Sache, Patrick, was mir jetzt aufgefallen ist, eigentlich war es ja kein langer Fußweg hier gewesen, von der Innenstadt bis hier. Aber du kennst ja wirklich Hinz und Kunst, oder dich kennt Hinz und Kunst, war? Also ist ja Wahnsinn gewesen, dass man da, ist ja Wahnsinn gewesen, dass man doch so einen Bekanntheitsgrad hat, war? Also
Grad ist ja doch, ist ja nicht der kleinste Ort, muss man auch mal sagen. Also nach, ist jetzt ja nicht das kleinste Dorf, ist ja doch schon eine relativ große Stadt. Und dass man da so viele Leute kennt, also schön, also freut mich auf jeden Fall. Ist halt interessant zu sehen gewesen, ja. Also es gibt auf jeden Fall keinen Einwohner hier, der mich nicht kennt. Auch die neu hinzugezogenen, die wissen gleich, was mit meinem Namen anzufangen. Aber wir haben natürlich auch hier viele Freunde, viele Sympathisanten. Die grüßen manchmal ein bisschen verhohlen, aber nichtsdestotrotz respektiert man unsere Arbeit. Nee, einwandfrei, ja. Jetzt sind wir gleich da und Patrick, was macht ihr denn im Flieder Volkshaus, was jetzt, ja, über die kriminelle Sache haben wir schon gesprochen, was angeblich kriminell sein soll, die Propagandasache, aber was macht ihr ansonsten im Flieder Volkshaus? Der Name hat ja eine gewisse Begrifflichkeit, Volkshaus spricht ja schon im Endeffekt für sich. Ja. Also reine Aufkleberaktion, dass ihr Hitlergrüße plant und so macht ihr ja nicht, hast du ja schon erzählt. Ja, was macht ihr ansonsten? Also hier ist eigentlich immer was los, das Haus steckt voller Leben, fast jedes Wochenende finden hier Geburtstage statt, Hochzeiten, Jugendwein, Schuleinführung und wir machen eben auch viel kulturell. Demnächst haben wir hier ein Projekt soziale Aktion, Deutsch helfen Deutschen. Wir machen Tanzveranstaltungen, Discos, natürlich auch politische Veranstaltungen, Vortragsabende wie gestern mit ihm hier und all das ist eben bei uns möglich. Also es ist eine ganz bunte Geschichte, ganz, ganz breit aufgestellt und ich will auch nochmal darum werben, man kann dieses Objekt mieten, sehr, sehr preiswert. Wir liegen hier in der Mitte Deutschlands, haben eine super Infrastruktur und Tagungen, Kongresse, Veranstaltungen, die könnt ihr hier bei uns auch machen. Gut, ich würde sagen, dann gucken wir uns das mal an. Jetzt wird es gefährlich. Muss ja ziemlich düster sein. Ja, ich merke das schon. Also es ist irgendwas in der Luft, wo ich sage, ach du Schreck. Ich werde schon richtig nervös. Ja. Hier kann man eigentlich nicht lange laufen, das ist ein bisschen leichtsinnig. Ja, ich gucke mich jetzt nicht um, aber wir haben ja deswegen Sicherheitsdienste bei, die uns dafür schützen. Nein. Das seht ihr jetzt nicht, ringsherum sind Securities. Aber Spaß beiseite, also es ist irgendwie ja wirklich affig. Also reine Schikane, Wahnsinn. Natürlich. Ja. Jetzt muss bloß der Typ, der da steht, der versaut uns das Bild. Ihr werdet in einem anderen Video von mir gesehen haben, wenn es schon rausgekommen ist. Flieder Volkshaus heißt ja nicht umsonst Flieder Volkshaus. Hat wohl was mit der Farbe zu tun. Ja, das ist eine ganz tolle Geschichte. Als wir hier 2014 eröffnet haben, dann hat die Presse natürlich, durfte die rein, wir haben einen Tag der offenen Tür gemacht und dann haben sie geschrieben, es ist das braune Haus mit der auffällig fliederfarbenen Fassade. Und hier war früher das sogenannte Stieger Volkshaus, ein Traditionsstandort in Eisenach, wo im Vorfeld des Sommergewinns immer die Kommerzveranstaltungen stattgefunden haben. Da haben wir einfach gesagt, wir verbinden einfach Tradition und Moderne. Wir sagen Flieder Volkshaus und seitdem spricht niemand mehr vom Braunhaus, auch die Presse nicht. Und bei dem Begriff Flieder sagt mal vor eurem inneren Auge auf. Hört sich jetzt nicht böse niemand, an. Irgendwas Negatives. Nee, das stimmt. Und so ist es auch. Ja. Es ist ja auch schlussendlich die Realität. Kurz für die, die es nicht kennen, Sommergewinn, also ja, Lottogewinn ist es ja nicht. Also ich weiß ja, was es ist, aber erklär mal kurz zumindest diesen Sommergewinn, dass die Leute es verstehen. Das ist das oder eins der größten deutschen Frühlingsfeste, tief verwurzelt in unserer völkischen Tradition. Die Sommergewinnsymbole sind der Hahn, die Brezel und das Ei. Also wirklich Symbole des Lebens, der Unendlichkeit des Lebens. Also das kann man auch politisch guten Herzens vertreten. Und da kommen hier zigtausende Menschen aus nah und fern. Und wir liegen hier mitten an der Strecke und wir schmücken unser Haus immer sehr, sehr bunt. Und da ist volle Hütte. Ja, wir blenden da wahrscheinlich mal ein paar Bilder ein. Patrick wird mir das rüberschicken. Da kommt bis zum Bürgermeister aus Umlandgemeinden bis hin zu eigentlichen politischen Gegnern kommt hier alles rein, isst Bratwurst, trinkt ein Bier, fühlt sich einfach wohl und vor allem sicher. Ja, sicher, das ist es ja. Also wer dafür, dass es hier so ein Kriminalitätsort sein muss. Also ich sehe jetzt erstmal nichts, was jetzt da so anrüchig, also Hakenkreuzschmierereien und Hakenkreuzfahren kann man jetzt mal nicht sehen. Also vielleicht habt ihr das reingenommen, aber ich bezweifle das. Ein Grund, warum es hier so gefährlich ist und also unsere sehen sicher, den seht ihr hier an der Tür. Warum ist es hier entgegen der landläufigen Meinung so sicher? Weil gewisse Leute draußen bleiben müssen? Könnte man so interpretieren. Aha. Also hier gibt es keine Schlägereien, keine Übergriffe auf Linke, auf Polizeibeamte, auf sogenannte Flüchtlinge. Ja. Gibt es hier einfach nicht, kann uns auch keiner nachsagen. Von daher alles Propaganda. Habt keine Angst. Gut, Patrick, zu guter Letzt würde ich noch eine Frage stellen wollen. Was kannst du oder was möchtest du als Kommunalpolitiker im Endeffekt tun, dass Eisenach wieder Eisenacher-mäßig, also deutscher wird? Ja? Was gibt es da für Möglichkeiten? Na, als Kommunalpolitiker will ich natürlich ehrlich sein, im Gegensatz zu den meisten anderen. Ich will keine falschen Versprechen abgeben. Wir können in der Kommunalpolitik jetzt hier keine Bäume ausreißen und keine Welten bewegen. Worum es mir eben vor allen Dingen geht, ist, euch Hoffnung zu machen. Es sieht alles aus nach einer düsten Dystopie hier. Wir schauen eine schwarze Zukunft in Deutschland. Aber wenn wir uns selber bewahren, unsere Kultur, wo wir auch eine kleine Rolle hier in Eisenach spielen, wenn wir
wir selbst bleiben, wenn wir Deutsche bleiben, unsere Kultur bewahren, zusammenhalten vor allen Dingen und uns die Angst nehmen lassen, die uns eingehaucht wird, dann denke ich, haben wir durchaus noch eine Zukunft in Deutschland als Deutsche. Und darum setze ich mich ein und darum will ich als Vorbild auch vorangehen, den Menschen Hoffnung zu machen, man kann in Deutschland noch Deutsch sprechen. Gut, Patrick, dann danke ich dir, dass du die Zeit genommen hast. Jetzt wissen wir zumindest Bescheid, warum das hier wirklich kriminell ist und was so in Eisenach sonst los ist. Ansonsten vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, Flieder Volkshaus zu unterstützen. Es gibt auch einen Förderverein, glaube ich, den werde ich nochmal einblenden. Ja. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Danke, Patrick. Bis bald.